Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Airesu. Ich bin Airesu und wir gehen heute auf Jagd nach... Moment, was brauchte ich doch gleich? Ich wollte die Gilde aufleveln. Ich brauche Porträts. Das heißt, wir gehen irgendwo hin, wo es Porträts gibt. Das wäre zum Beispiel hier. Wir nehmen Falzu mit, weil wir ihn gerne mitnehmen. Und sonst nehmen wir ein paar Level 0er mit, weil das eben ein Level 0 Gebiet ist. Einen von unseren neuen Tanks zum Beispiel. Ich gucke mir jetzt mal wieder nicht durch, was sie so haben. Aber hier sah das mit dem Schwert schön aus. Also ich habe mir jetzt die Bilderchen angeguckt, aber nicht wirklich, was es genau macht. Euch mag ich nicht so. An einer guten Position bräuchten wir den. Das hier kann er nicht von hinten benutzen. Welche Skills kannst du denn von hinten nicht benutzen? Den hier? Nee, dann gleicht sich das ziemlich aus. Nein. Ah, da haben wir doch jemanden für hinten. Jetzt brauchen wir noch jemanden für Position 2. Nein. Also gar nicht. Auch nicht. Schon eher. Zwei Okkultisten? Ein Okkultisten-Match? Na dann, sehen wir mal, wer besser ist. Wenn Falzu schlecht abschneidet, dann wird er wohl rausgeschmissen, wenn er gegen den Level 0er verliert. Nein, Spaß. Der bleibt natürlich drin. Wenn er stirbt, dann landet er auf dem Friedhof. So. Breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Auf dem Rückweg hier gibt's auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Stress dann. Warum haben eigentlich alle so Initialstress hier schon? Gemälde, sehr gut. Genau das, was wir brauchen. Ich bin doch im Level 0 Dungeon, ne? Was zum... Schon halb tot, bevor der bevor es zu einem Kampf kommt hier. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Okay. Hands from the beast. Ein kleiner Stunt. Und zwar für den hier. Sehr gut. Und was bringen wir hier? Die Heilung können wir gut gebrauchen gerade. Den hier. Okay, schauen wir mal. Das ist ein Buff für sich selbst. Das ist ein Selbstheilung und ein Selbstbuff. Weniger Schaden, dafür treffen wir zwei und Shop. Confidence surges as the enemy crumbles. Und ein Stun bitte. Also wirklich. Das war doch kein Stun. Oh, oh, oh. Gut, wir könnten den da hin. Erstmal treffen. Wow. Der ist fast erledigt. Gut, dann haben wir einen Job. Hier könnten wir gleich einen Heal gebrauchen. So, der ist weg. Und hier bitte. Oh, eine 10. Sehr schön. Ja, dann Chop. Sehr gut. Ein bisschen Blut. Oh, ich sehe gerade, wie viel Blutung das immer verpasst. Achso, nee, Moment mal. Das war ja
Das waren ja zwei gesteckte Blutungen. Moment, wie viel bringt das denn immer? Ja, ein Punkt Blutung für pro Runde. Sonst hätte ich hier einen großen Fehler gemacht, indem ich das immer riskiert hätte. Und weiteres Porträt. Oh, ein Rubin, der 1000 gibt. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ein gedeckter Tisch. Na, was soll denn das bitte? Ja, was ist denn das hier? Warrior of Light? Achso, mehr Schaden, wenn die... wenn das Licht an ist. Stun! Gut, dann gehen wir ein Stück nach vorne. Und du da, komm auch mal ein Stück nach vorne. Verdammt. Oh, oh, mal hier. Das kann gefährlich werden. Das kann sehr gefährlich werden. Oh, oh. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Machen wir das hier weg. So. Okay, du musst jetzt mal deinen Konkurrenten heilen. Bitte töte ihn nicht. Sehr gut. Die Blutung kam hin, kam dann noch. Insgesamt 3 Schaden pro Runde bekommt er jetzt. Auch nicht sonderlich gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der überlebt auf jeden Fall noch, bis er wieder dran ist. So, du gehst mal hier hinten hin. Ah, ich kann tatsächlich 2 Stufen zurückgehen, das ist sehr gut. Ein Stunt könnten wir gebrauchen, zum Beispiel bei dir. Jetzt zwar ein Death Door, aber das ist kein Problem, wir heilen direkt mit seinem Icon. Und er gibt sich weitere Resistenzen. Genau, das Grab kann warten. Und noch mehr Heilung. Ah, trotz der Blutungsresistenz. Ich habe hier gerade viel mehr Schwierigkeiten, als ich vermutet hätte. Viel mehr als eingeplant ist. Jetzt hört doch mal auf, an dem zu knabbern. Dafür ist er nicht da. And now the true test. Oh, oh. Hold fast or expire. Tja. Und zack. Ja, klasse. Den Debuff haben wir mal gegeben. Ja, du blutest, das ist uns allen klar. Deswegen heilst du dich jetzt auch. Injury and despondence. Set the stage for heroism. Dann versuch mal den hier zu erledigen. Sehr gut. Einer weniger, der Schwierigkeiten macht. Ruhe. Heil dich. Heil ihn. Schieß auf den dort. Oh Gott. Ja, sehr gut gedodged und... Oh, da ist er weg. This is no place for the weak or the foolhardy. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich will nicht, dass die beiden hier sterben jetzt. Einer ist eigentlich schon zu viel. Oh oh. Oh oh. Okay, du heilst dich selbst. Heilt sich bitte auch selbst. Ah, sehr gut. Und du gehst ein Stück zurück. So, alles wunderbar. Jetzt erledige mal bitte den da. Sehr gut. Oh verdammt, der. Das gibt ja gar kein Bluten.
Moment, mit welcher Fähigkeit habe ich das gerade verwechselt? Noch mehr Stress. Oh Gott, bitte sei nicht schwach. Paranoid. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleibt. Okay, aber vielleicht kriegt sie den schon direkt. 5. Tja, der ist nicht markiert, aber das könnte doch trotzdem reichen. Oh, definitiv. Sehr schöner Schuss. Ja, Chop. Oh, sehr gut. With impunity. Ist gut. Und noch ein letzter Chop. Sehr gut. Und ja. As victories mount, so too will resistance. Damit sind wir im Prinzip auch schon mit der Folge fertig. Alles schon gegessen. Ah, wie schade. Ich habe es tatsächlich geschafft, nur 2 Räume hinzubekommen, bevor ich wegrennen musste. Failure tests the metal of heart, brain and body. Wir haben immerhin 3 von den Porträts bekommen und keiner hat einen negativen Tick bekommen. Das ist auch gut. Yes. Gut, die beiden haben Stress abgezogen bekommen. Dann schauen wir mal. Falls du wird jetzt erst einmal was lernen dürfen gleich. So, Skills bis Rang 2. Ich möchte das hier nämlich noch ein bisschen verbessern. Mal sehen. Bleed ist weiterhin ein... Oh, Moment mal. Damit hat das eine höhere Bleed-Chance. Aber trotzdem will ich... was ist mit dem Rest? Den benutze ich eigentlich kaum. I see. Die also höhere Genauigkeit. Damage-Modifikation bleibt gleich. Crit ist ein bisschen höher. Kial-Korps bleibt. Und 110 Basis für das Ziehen. Ja, das geben wir aber auch. Was haben wir denn hier? Vulnerability Hex. Hands from the Beast. An sich, das könnten wir statt dem Weakling Curse mal nehmen. Kostet 2000, aber okay. Remap Combat Skills. Ja, können nur vier verschiedene Skills haben. Ungefähr wie ein Pokémon-Trainer nur 6 verschiedene Pokémon haben kann. Verdammt, das Beispiel wäre viel besser gewesen, wäre ich bei den Pokémon an sich geblieben. Die haben ja auch nur 4 Skills. Hier, das packen wir direkt auf Rang 2 auch. Und dann war's das für ihn auch schon. Jetzt kommt Raynoid dran. Smite verstärken, sehr gut. Bette hier, das ist an sich auch nicht schlecht. Holy Lance, das macht vorwärts. Das ist natürlich immer gut, falls er zurückgestoßen wird. Mal sehen, das hier benutze ich eigentlich kaum, ne? Ich meine, manchmal ist es ganz gut. Den Stun benutze ich aber, das hier benutze ich kaum. Geben wir ihm den Heal dafür, die Lanze, oder? Das ist eigentlich alles besser, meiner Meinung nach. Ja, geben wir ihm die Lanze statt dem hier. Und es gibt Stress hier natürlich, aber nee, der richtige hier ist besser. Hier 4 bis 4. Sehr gut. So, dann müssen wir bestimmen, was davon aktiv ist. Was? Wo sind die denn jetzt dahin? Was? Achso, stimmt, okay. Hier, so bedeutet, das, der Rahmen bedeutet, die ist aktiv. Die ist jetzt nicht mehr aktiv. Dafür sind die beiden aktiv.
So. Das hier kann ich nur benutzen, wenn ich zurückgestoßen wurde, aber dafür kommt er dann eben auch vor, während er selbst nicht unnütz ist. Sehr gut. So, Falzu verzichtet auf den Weakening Curse. Zu Gunsten der Hand aus der Tiefe. Oder den Händen aus der Tiefe. Buchart, ich weiß nicht, will ich die verstärken? Gucken wir mal, was es gibt. Den Sniper-Schuss verstärken an sich, ja, das ist schon gut. Was bringt das? Das macht weniger Schaden, aber gibt einen Debuff. Nee, das will ich nicht wirklich. Sniper's Mark verbessert. Trifft häufiger. Aber sonst nicht viel. Das ist das, das zurückschlägt. Das ist an sich schon gut. Feindkontrolle ist immer nett. Blindfire, Random Target. Minus 10, aber nein, das gefällt mir auch nicht wirklich. Das hier verstärken wir mal. Ich sehe jetzt hier gerade nicht mehr. Torch plus 6 ist bei beiden. Clear Stun 100% bei beiden. Und Clear Market Target bei beiden 100%. Was soll hier jetzt besser sein davon, bitte? Ich sehe da keine Verbesserung. Wenn ich irgendwas übersehen habe, sagt es mir bitte. Die Bola ist eigentlich ziemlich gut schon. So, und so. Dann verzichten wir auf das Sniper. Nicht auf das Sniper, auf den Flare. So, und geben die Bola. So, wunderbar. Jetzt ist sie natürlich noch ein bisschen aufgeschmissener, wenn sie vorne ist, aber damit kommt sie schon klar, die soll ja eh nicht vorne sein. Ach, deswegen, das wäre ein Vorteil gewesen. Sie kann dann auch einfach schießen, wenn sie vorne ist, aber sonst ist eben eine Notfalllösung nur. So, haben wir sonst irgendwas? Wir haben jemanden, der gehen möchte. Die wollen wir hier nicht mehr. Du hast versagt. Send this one to journey elsewhere. For we have need of sterner stock. Ah, Graveworm, die haben mir immer gefallen. Ich weiß nicht mehr, was sie können, aber haben mir gefallen. Deswegen kommt die direkt mal hier vorne hin, dass ich sie nicht vergesse. Gold gleams like a dagger's point. Mal sehen. Point Blank Shot. Ich hätte schon gerne einen mit, ja, mit Grape Shot direkt. Elusive. Wir brauchen ja einen Ersatz für Dismas. Persistent. Tja. Righteous traits for a rogue. Okay. Dann können wir die Folge auch beenden, nachdem wir nochmal getrauert haben um all jene, die bei unserem Kreuzzug gefallen sind. Musse Groß, Garin, Ludell, Ekuland, Port, Tabraham, der gute Dismas und in dieser Folge Bonenfant. Bonenfant? Wie soll man den Namen ernst nehmen? Wie soll man da ernsthaft trauern? Gut, wir trauern ernsthaft um Bohnen. Noch schlimmer, Bohnenpfand. Gut. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die hoffentlich wieder ein bisschen länger wird. Ich will nicht wieder so schnell versagen wie eben. Oh, ganz vergessen, ganz vergessen. Also, geh mal zocken. Und wir gucken erstmal, ob wir es noch verbessern können. Nein, Porträts fehlen uns weiterhin. So, gut, wir sehen uns dann. Lebt wohl, kommt wieder, hinterlasst Kommentare. Adios.